Ja, es war schon ärgerlich, wenn du da 2-1 führst. Und ja, man hat es gemerkt auch auf dem Platz. Normal müssen wir von innen raus, gerade erfahren, zähle ich mich auch dazu, werden viel mehr machen müssen, viel mehr fighten müssen, um das Ding einfach nach Hause zu bringen. Und am Ende ist dann noch ärgerlicher, dass du dann das Spiel da verlierst. Natürlich, wir haben viel geredet noch danach und auch beim Auslaufen oder so. Wir waren viel zusammen, haben geschaut, wo die Probleme waren, was war los. Und ja, wir haben uns auch miteinander ein bisschen ernster unterhalten. Und ich denke, dass sowas nicht mehr passieren wird. Ich denke, so ein paar Prozent fehlen noch, aber ich werde in jedem Spiel, und das mache ich auch, werde alles reinhauen, was ich habe. Ob es 60 Minuten, 80 Minuten sind. Ich versuche immer alles reinzuhauen. Und ich meine, von der Bank haben wir auch noch gute Leute, die da auch heiß sind und uns auch helfen wollen zum Sieg. Ja, es wird schwierig sein, gegen so eine Mannschaft zu spielen, die defensiv gut stehen wird, hinten drin stehen wird, bei uns spielen wird. Und ja, wir müssen geduldig sein und wie gesagt, unsere Chancen konsequent nutzen.